Man, S plus, was ist S plus? Ist S plus gut oder ist S plus nicht? Na, S plus ist gut, ja. A minus B plus A plus. Die wirklich geilen kann ich mir nicht leisten. Wie viel kosten die? Ford Bronco zum Beispiel 67.000. Wie viel hast du jetzt? Wenn ich den anderen verkaufe, 40. Hat. Achso. Der ist nicht so viel wert, oder? 22.000. Chevrolet. Jetzt schon Offroad-Reifen drauf. Ich ist meiner jetzt eigentlich? Chevrolet CK 1500. Der ist das. Ja, der ist schön aufgewertet. Der ist 11.300 wert. Also das zählt mit. Red Charger. Stahlträger, oder? Ich hab da einen Anhänger, das sind zwei um. Also 147.000 kostet der Steppert. Ja. Ein Scout. Das ist super, was ist das für ein Scout? Ein Mod-Scout. Tutz 420 Tatarin GPI. So ein Schlachtschiff und ein Scout. Ja, welcher will das jetzt? Der hat schon Offroad-Reifen drauf. So. Die nehme ich doch glatt mit. Ich weiß halt nicht, wo ich da hinkomme, aber ich fahre diese Strecke jetzt einmal ab. Mhm. Dass wir mal wissen, wo es da lang geht. Ah, ich weiß schon, der schaut aus wie der Mercedes. Der M63 Scout. Kann sein. Es hat eine wie eine G-Klasse. Man ja. Deswegen habe ich jetzt beim LKW eigentlich nicht auf den Mercedes gegangen, weil ich ja gewusst habe, ich habe einen Scout, das ist ja schon quasi. Mhm. Aber ich glaube, der nächste LKW wird dann. Ich möchte mal beim nächsten Mal keinen Offroader kaufen, sondern was anderes. Ich möchte jetzt von jedem einen mal testen. Mhm. Jetzt habe ich einen Offroader LKW. Ich muss halt auch ein bisschen, also jetzt habe ich es eh. Am heutigen Tag habe ich es immer mehr gelernt, geduldiger zu fahren. Mhm. Teilweise zu schnell, so wie wir sehen. Man war jetzt mitten in der Stadt, aber zu schnell halt unterwegs. So mit dieser L Plus, das ist jetzt nicht so auf Top Speed, aber. Ich zerstöre mir nichts, aber. Ein Scout um 30.000 ist auch heftig. Aber wie gesagt, ich finde halt cool, du kannst sie verkaufen und geil. Quasi was Neues kaufen.
versuche ich, ich werde die Map jetzt nehmen, die G-Klasse, und ich habe mir vorgenommen, nächste Map, neues Auto. Ist das aber nicht die Karte, wo dieser, ist eh da, wo das, dieser Riesenfluss dazwischen ist? Wo ich schon frage, hast du dich aufgedeckt? Ersatzgartenstoff dran. Ersatzräder, okay. Tankstelle ist nur beim Eingang, da war eigentlich auf der Karte, oder? Ja, genau. So, es schaut geil aus. Bin gespannt. Was hast du jetzt? Es schaut aus wie so ein alter Jeep, finde ich. Okay. Und bei DLCs habe ich gesehen, also bei den Seasons sind dann so Range Rover und Jeep und so auch dabei dann, echt. Ah, geil. Was ist denn der Turm, gell? Ja, das ist aber komplett mit Wasser umgeben. Ob der nicht zu breit ist. Wie ist der? Das schaut aber geil aus. Oldtimer. Düst aber da schnell auch. Wenn man da jetzt nicht zu viel vorgenommen hat. Kriegen tue ich den Turm. Ob ich rauskomme, weiß ich nicht. Gut, gesehen habe ich ihn auch. Ich bin nicht einmal hinkommen. So, was legst du fest dann? Hoppe. Boah, der klingt doch geil. Der gurgelt so richtig. Gut, wenn er gurgelt, oder dann. Wollt ihr mal zum Arzt gehen? Ah, den muss ich dir dann zeigen. Ich hoffe, der ist gescheit, aber der ist geil. Schauen wir mal, vielleicht kommt der hingegen. Kommt davon, wie du jetzt fährst. Ich möchte zu dem einen neben einen Damm fahren. Wenn er gurgelt und mit dem Damm was hat, dann. Das ist dann Arsch. Wortwörtlich. Ich glaube, dann sehen wir uns nicht, aber ich glaube, kommen wir uns nicht über den Weg. Boah, so spät ist wieder. Ja. Wie auch immer, den behalte ich, oder? Schon allein vom Aussehen her, oder? Wow! Hat er alles? Alles zum Upgraden. Achso, du meinst, Allrad hat er. Differentialsperre? Differentialsperre hat er. Oh nein, das ist schon mal was. Schauen wir mal, wie wir da durchkommen jetzt.
Gut, er kommt aber da weiter, das heißt, das war mal ein guter Kauf. Boah, der ist krass, der taugt mir. Der taugt, das ist ein. Genau, jetzt habe ich mir einen Scout gekauft und das nächste kaufe ich mir dann auch einen LKW entscheiden. Dann noch einen zweiten. Ja, ich möchte morgen sagen. Zweiten LKW. Aber eben kein Offroad, sondern. Was anderes. Gut, Straßen-LKW ist es da nicht brauchen können. Na, aber vielleicht so, was nicht, so Heavy Duty oder. Ja, der hört sich gut an. Oder was war das andere? Die Schnellstraße. Ich glaube, es sind 4 oder 5 Kategorien. Oh, Brücken habe ich schlechte Erinnerungen gehabt. Ah, da ist ein Wachturm, da warst du schon. Bitte? Da ist ein Wachturm sogar, da warst du schon. Ja. Kann sein. Man muss so. Damit er noch schon entdeckt ist. Das fängt, glaube ich, jetzt nur noch 2. Ich hatte wieder eine glorreiche Idee, die nicht zu glorreich war. Wieso? Dass ich da durchkomme mit dem Anhänger. Und jetzt vielleicht Vollgas noch vor. Ja. Ich sehe es da, ja. Was sind's? 2 Wachtürme sind noch. Aber ich glaube, die werden wir das nächste Mal machen. Jawohl, wir haben eh schon viel. Fahrt dann nur zurück. Ich tu mich zurücksetzen und komm da entgegen. Dass du mich siehst. Ah, der ist schon offen.
Park, Alter. Was ist Park, Alter? Dagegen gefahren war. Pack deine Sachen aus. Pack die Badehose ein. Alter, du fährst anders. Ich fahr anders. Wo fährst du hin? Zur Werkstatt. Warum? Ist falsch gefahren? Ja, ist vorbei gefahren. So scheiße. Na, schauen wir mal, ob wir da jetzt drauf kommen. Sehen wir jetzt gleich. Kriegst du eine Eskorte. Raufkommen tust du dann nicht leicht mit einem Truck. Das heißt, mit dem Anhänger wahrscheinlich dann auch nicht. Nein. Dafür sind die Steine im Weg, oder? Mhm. Richtig. Also an deiner Stelle bin ich ehrlich gesagt eher umdrehen. Das geht mit dem Anhänger nicht da. Okay. Ich habe einen Tieflader hinten dran. Oh. Aber es ist eine Garage links. Also du sagst, es geht sich sicher nicht aus. Dann fahre ich gerade weiter. Nein. Der letzte Abschnitt. Ich würde sogar nicht gerade. Also gut, da kannst du nur so fahren. Ja. Nicht den Fluss rauf, gell? Kann man den Sondern Fluss sogar rauffahren? Geil. Echt? Achso, weil ich dachte, weil du gesagt hast. Nein, nicht den Fluss rauf. Weil ich nicht weiß, ob du da nicht aufstecken bleibst. Aber der Fluss wird genau rauffinden. Aber. Straße. Ich komme da nicht nach. Wie schnell ist der Truck, Alter? Du bist noch zur Tankstelle gefahren. Ja. Ah, wir sind auch so im Militär. Mhm. Hat sich zufällig ergeben. Gut, also wenn du einen Anhänger brauchst, hinten sind zwei Stahlträger oben. Hab ich mitgenommen von dort. Ah, nice.
Gut, Stahlträger sehen ist auf meinem LKW oben. Ja, Manu, falls wir den noch brauchen, ich stelle den da zur Werkstatt hin. Warte, jetzt bin ich aber falsch gefahren, glaube ich. Ja. Aber ich hatte mich wirklich geil aus der Wache. Gott. Ich mach jetzt nichts dazu. Ich vergesse jedes Mal, dass der Anhänger dann auch noch andrückt. So lahm, oder nicht? So, Anhänger lösen. Jetzt fahre ich auch noch ganz kurz in die Garage. Ja, ich bin in der Garage und für mich war's das jetzt. Danke, Kampf. Kampflander, sehe ich da gerade. Lost. Kampfland habe ich immer gesagt. Kampfland. Moment.